Von die Evil gesehen. Uns jagt hier diese große Spinne. Und der Blitz draußen jagt mich auch, denn er hat gerade schon den Strom ausgeschaltet, ne? Das interessiert vielleicht keinen, aber deswegen muss ich dieses Kapitel jetzt nochmal spielen, ja man. Also, aber ja, so viel muss ich jetzt eigentlich nicht mehr holen, also so schlimm ist das jetzt nicht. Also doch, ist es schon, aber... Ja, solange das nicht nochmal passiert. Selbst wenn, warte ich einfach bis später, bis ich das nochmal mache. Also ich habe echt keinen Bock, meine PS neu zu starten immer wieder. Und dann auch noch das neu zu machen. Und jetzt scheißt die hier ihre Kinder aus oder sowas. Die einen zu greifen. Kann ich die auch erschießen? Kann ich tatsächlich. Das hilft vielleicht mehr weiter. Jetzt geben die sogar was. Ich habe jetzt sogar zwei Explosive. Ja, da ist kein Blitz eingeschlagen. Ja, Mann. Achso, ja, weil die voll sind. Genau. Weil die hätte ich sowieso nicht gemacht. Jetzt mache ich hier so ein Harpunenbolzen. Ne? Die muss man nicht anschießen, das habe ich jetzt auch gemerkt. Man muss einfach nur hier. Man muss einfach nur warten. Man kann sie anschießen, theoretisch, wenn man das will, aber bringt halt nichts. Aber ich finde, ich bin jetzt die Chance halt cool aus. Ah, und jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Vor allem wollt ihr wissen, wie lange der Strom weg war? Für 5 Sekunden. Das ist wieder sowas, wo ich mich echt frage, warum? Warum? Es waren 5 Sekunden. Wieso ist... Das war so unnötig. Also ich bin froh, dass es so wenig war, aber Alter, das war so dumm. Okay, das Explosion da oben ist gleich. Boah, das Fass ist gerade weggeflogen. Leck mich doch am Arsch. Oh, wo kommen die jetzt her? Die kommen alle von rechts. Was? Der ist halt einfach stehen geblieben. Weil ich ihn zwar getroffen habe, aber irgendwie... Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Vielleicht habe ich ihn auch getroffen. Gehen Deckung. Sie schießen von hinten. Eine Frage, wie soll man hier in Deckung gehen? Das ist ja fast unmöglich. Oh, da war echt einer. Au! Jetzt habe ich hier Schaden genommen. Beim letzten Mal, wo ich das hier gespielt habe, ich gar keinen Schaden. Das ist jetzt traurig. Es kommen noch mehr. Es kommen immer noch mehr. Hä? Wieso? Ich habe ihn getroffen. Wieso lebt er da auch jetzt noch? Keiner. Oh Mann, wie legendär, ey. Alter, der ist voll weggeglitscht, der Kollege, ey. Wie legendär sah das denn aus? Zack. Straight in the nuts, boy. Komm, ich lass die jetzt mal machen. Ich habe jetzt schon meinen Schuss für... Aber ich find's cool, dass er immer... Munition alle. Munition alle. Ist ja auch ein cooles Detail, oder zum Beispiel in der Last of Us ist ja so, wenn du keine Munition mehr hast und da kommt dieses Klick, dann wissen das die Gegner und dann kommen sie auf dich zu. Überlass die mir. Ja, die überlasse ich auch diesmal ihm, weil ich kann die nämlich gar nicht treffen. Man kann die echt nicht treffen, weil da kann nur Joseph die treffen. Aber es ist cool, wenn man hier das Trio
wieder hier beisammen hat. Das war knapp. Ich glaube, es bleibt jetzt auch fürs Ende so, oder? Ich meine, es kommen nur noch 4 Kapitel. Okay, danke, den Schuss bräuchte ich gerade dringend. Und hier ist einfach der Blitz eingeschlagen, hier bei dem Ort. Also, jetzt wird's blind. Fahren wir hier links. Ich suche gerade die ganze nasse Loot, aber irgendwie. Ah, nee. Aber hier ist die Schwachstelle von dem hier. So an seinem Mund. Arachnophobie. Ja, in der Tat. Also ich jetzt auch tot. Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unten. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Und fahren wir dort mal hin. What? Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Natürlich mache ich das. Lass doch auch niemand machen. Ja, natürlich müssen wir hier alles machen, ne? Ist klar. Und entschuldigt die ganze Zeit diese Pausen, aber das mache ich, falls der Strom nämlich abstürzt, dass ich nicht das ganze Kapitel nochmal neu spielen muss. Beziehungsweise, weil dann ich ja vom Kontrollpunkt wieder anfangen kann. Wenn nämlich die ganze Aufnahme weg ist, muss ich ja das ganze Kapitel nochmal neu machen. Ach du Scheiße, sind das hier viele. Hey! Hä? Wow, wie der abgeht. Was? Du hast noch überlebt? Wie denn das? Ich war gerade am Heilen. Müsst ihr denn alle Knarren in dem Spiel haben? Nee! Und dann weichen die auch noch so dreckig aus. Weißt du, die weichen nicht nur aus, die haben auch noch Knarren. Und das ist so eine schlimme Kombination. Wieso müssen denn diese Zombies hier Waffen haben? Das haben sie schon in Resident Evil 6 gemacht. Da
dass da Zombies Knarren hatten. Ah ja, nochmal eine Falle. Was eine tatsächlich krasse Überraschung. Ey, ich war doch da schon längst weg. Ach Mann! Wieso treffe ich denn hier nichts? Munition alle? Das gibt's ja gar nicht. Aber die mit dem Dynamit sind ja noch schlimmer, ey. Diese Stelle hier ist gerade richtig cursed. Natürlich hast du mich gesehen. Ja, natürlich hast du auch eine Knarre. Ja, komm, hör auf dich zu ducken. Ja, ach komm. Wieso kann ich ihn denn nicht treffen? Ja, jetzt schießen die ja zusammen auf mich drauf. Nein! Bleib los, weg damit. Scheiß Ding. Ja, komm! Ja, wie viel Schaden will das eigentlich noch machen? Ich hatte mich gerade erst geheilt. Da hinten ist der Dreckskerl. Nein. Wie darfst du bitte noch leben? Wer hat dir den Scheiß erlaubt? Und hier ist doch der Krankenwagen. Kletter da hoch! Blutschillender Verband. Okay, Kontrollpunkt. Und jetzt wieder hier zurück und das ist wahrscheinlich eine total schwere. Wieso? Okay, doch, es gibt eine Spritze hier in dem Krankenwagen. Ja! Natürlich! Yeah! Wieso auch nicht? Wieso sollten Zombies nicht mit sowas rumfahren? Ja, gell? Haben sie sich wahrscheinlich auch gefragt. Weil es total dumm ist. Es sind Zombies. Nicht mal die Parasiten konnten da. Okay, da die Parasiten in Resident Evil 5 konnten, das auch nicht in Resident Evil 4. Darin ist das Spiel ja wohl inspiriert. Hilfe! Oh ja! Ja, stehst du auf! In eurem fantastischen Resident Evil. Hä? Wie, woher wissen die das, dass ich direkt hier bin? Ja, komm. Sag mal! Hey! Wieso auch nicht, ja. Es ist direkt vor denen an der Fresse, aber es juckt die nicht. Ich muss anders marschieren.
Nein, du dummer Bastard! Ey, wo sind denn die? Junge. Stirb! Ist das eigentlich ein Witz? Sorry, das Spiel hat mir halt nicht erzählt, dass ich dann noch weiter schießen muss. Ich dachte halt, dieses Cut kommt schon. Dachte ich, okay. Jetzt muss ich hier schnell hin zu ihr. Aber nein, stimmt ja gar nicht. Ich muss hier sie verteidigen. Hey! Piss dich. Wie viel kommen denn hier hoch? Was? Ehrlich? Ja. Das jetzt wenigstens alle. Jetzt darf ich hier fahren, Mann. Das finde ich aber echt nicht cool. Außer es steuert sich wenigstens gut, weil ich finde es total schlecht, wenn die Steuerung so scheiße ist. Ich meine, die Steuerung allgemein, die Uhr, dann ist irgendwie nicht damit. Also wenn man Sebastian zum Beispiel in so ein Seil ran will und der läuft einfach so 2 Meter irgendwie. Okay, das war ja einfach. Nein! Schon das Kapitel 12 überlebt. Ja. War ein kürzeres Kapitel, ne? Ja. Ja, wie dem auch sei, wir machen jetzt hier. Warte mal, oder? Und dann zeigen wir. 19 Minuten. Ja. Ja, es geht eigentlich sogar. Ging jetzt das Chapter. Kapitel 13 Opfer.
Drei Kapitel bleiben übrig. Okay, da ist direkt eine Spritze. Ja. Nur noch eine hatte ich noch. Aber Leute, wir machen hier im nächsten Part weiter in The Evil Within. Und dann machen wir hier im Kapitel 13 weiter und ciao.